Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines, hier bei Heisenberg Zockt. Green Cities und Co. natürlich alles auch wieder mit am Start. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir widmen uns mal wieder unseren Baukünsten. Kann man das als Künste bezeichnen? Ja, bei mir wahrscheinlich nicht. Generell sicher schon, aber ja, das Spiel selbst ist halt schon ein bisschen eine kleine Kunst, würde ich sagen. Es dunkelt gerade ein, wir bräuchten Gewerbe und ja, es gab noch einen Kommentar, dass das Müllproblem daher stammt, dass die Müllhalde voll ist. Das ist tatsächlich so, aber schaut mal, wir haben eigentlich, Moment, wenn ich hier mal klicke, hier hinten ein Recycling Center und hier ein Recycling Center. Und deswegen ist das Müllproblem jetzt auch weg. Also das, ja, man braucht nicht 10 solche Müllhalden, sondern man kann eben auch auf Recycling setzen und dann funktioniert das Ganze auch. So schön, wenn es eindunkelt, das gefällt mir immer wieder. Das Lichtermeer, das entsteht, Meer ist vielleicht übertrieben, es sind erst ein paar Häuser, aber das wird natürlich irgendwann zum Lichtermeer, spätestens wenn hier dann die hohen Häuser stehen, die dann kommen mögen, wenn wir sie bezahlen können. So, was ich jetzt mal gerne machen würde, ist mal A, eben ein bisschen Gewerbe streuen. Wir schauen mal wo. Hier drin ist absolutes Bauverbot, ganz klar. Hier wäre eher wieder ein Bereich für Industrie, würde ich vorschlagen. Deswegen, wir ziehen mal hier noch einen Riegel lang. Weil hier haben wir sowieso noch so ein Teil, was auch nicht unbedingt die Leute anlockt, die wohnen wollen. So, machen wir mal das hier. Dann machen wir dieses hier. Da haben wir noch den Clarifier. Der wird aber auch nicht gestört von dem Teil. Was ist das eigentlich? Ich muss nochmal gucken. Katastrophenschutzeinheit. Okay, ihr macht aber, glaube ich, keinen Staub und keinen Dreck und überhaupt nichts. Auch nicht groß Lärm. Und sonst ist egal. Gewerbe kann Lärm ab. Wasser. Ja, haben wir. Strom haben wir, wenn sie bauen. Und das werden sie tun, sobald sie, ja, gemerkt haben, dass wir hier eingezeichnet haben. Was ich jetzt auch gerne machen würde, das wäre tatsächlich mal eine Kachel kaufen, nämlich die hier oben. Die kosten ja auch nicht viel. 5000. Wir haben 130. Kaufen wir mal. Und zwar aus der Idee heraus, dass wir beim Kanal weitermachen. Ich würde gerne den Kanal hier rüberziehen, dass wir hier Manhattan abschließen sozusagen. Und hier oben wird wieder normal gebaut. Wir können dann natürlich mit dem Kanal irgendwie, keine Ahnung, dass wir hier noch mit dem Kanal lang gehen nach da oben. Das werden wir wahrscheinlich machen. Das machen wir aber, wenn wir das sozusagen abgeschlossen haben. Dann können wir nämlich auch mit der Fähre außen rum. Das wäre auch noch so eine Idee. Ich weiß, da unten brennt es gerade, aber dafür haben wir die Feuerwehr. Haben wir die? Jawohl, die haben wir. Da. Da sind sie. Und schon brennt es nicht mehr. Gut, jetzt haben wir es halt wieder, ja, dunkel. Sprich, jetzt hier graben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich grabe ehrlich gesagt lieber, wenn es hell ist, auch wenn ich eine Taschenlampe vorne dran habe. Machen wir was anderes, nämlich, ja, hier eine Autobahnausfahrt. Das Problem ist ein bisschen, wir haben wahrscheinlich zu wenig Platz. Da müssten wir hier einen riesen Abbruch tätigen, oder das Spiel würde das machen. Was wir natürlich machen könnten, wäre, ich überlege gerade, mit der Autobahn hier rüber zu gehen, aber das ist irgendwie auch okay, dann ist die schöne Brücke weg. Nee, machen wir nicht, sondern dann machen wir hier eine Schneise rein, ganz einfach. Damit eben die Industrie hier tatsächlich schnell auf die Autobahn kommt und nicht hier durch das ganze Städtchen durchrasseln muss. Das gibt sonst nur wieder Stau. Jetzt brennt es noch hier unten. Vielleicht sollte man mal... Wir haben zu wenig Geld. Ich wollte gerade nicht die Feuerlöscher, sondern diese Feuermelder zur Pflicht machen für die Stadt. Aber das kostet dann wieder monatlich so und so viel. Da ist mir lieber, da brennt man ein Haus ab. Das können wir wieder hinstellen. Beziehungsweise das kostet uns dann eben nichts. Diese... Ja, Feuermelder, die installieren wir, sobald wir genug Geld haben. Man sieht ja auch, die Feuerwehr ist fit. Das funktioniert also. Wie spät haben wir es? Ich muss mal schnell gucken. Ach, ist noch nicht mal richtig dunkel. Okay, dann machen wir das mit der Autobahn. So, wie ich es geplant hatte. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das genau hinkriegen. Erstmal den Bagger bemühen. Das würde heißen hier. Was mir auch genau auf... Oder nicht auffällt, sondern einfällt. Hier gab es noch den Kommentar. Jetzt kannst du ja mit der Move-It-Mod die Pfeiler verschieben. Dann könntest du hier wieder einen normalen Kanal machen. Das ist absolut richtig. Das würde natürlich gehen. Den Pfeiler könnte man hier hin platzieren. Den ein bisschen zurück, dann würde es gehen. Aber ich finde das cool. Mir gefällt das, dass das hier ein bisschen dünner ist. Ich kann nicht mal genau erklären, warum. Es ist halt wieder irgendetwas Ungewöhnliches. Und ihr wisst ja, der Kollege Heisenberg, der mag halt die ungewöhnlichen Sachen. So, dies nur zur Erklärung. Also, Bagger. Nicht den Kanal abreißen, sondern... Ja, wo machen wir denn die Schneise? Ich hoffe nur, die geht nicht gleich irgendwie bis in den Central Park rein. Sonst müssen wir das nochmal anders machen. Ich mache mal kurz Pause. Ich baue irgendwie nicht gern an der Straße rum. Wenn wir im Betriebsmodus sind. Warum, weiß ich auch nicht. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit Train Fever und Transport Fever zu tun. Gut,
ich brauche eine Straße und hier bräuchte ich euch. Ja, eine Ausfahrt. Das ist halt schon am ehesten das Teil hier. Wenn man jetzt mal so guckt, das hat eine gewisse Ausdehnung. Ich würde dich gerne drehen, genau. Wenn wir das hier hinstellen. Ich meine, im Moment geht's nicht, ist klar. Das müsste man nochmal kurz anders lösen. Das würde aber genau bis zu der Straße gehen. Wobei, es funktioniert nicht, weil hinten bräuchten wir auch noch ein bisschen Platz. Also, wir müssen so machen. Dann hätten wir die Straße hier tatsächlich, schaut mal, wo die ist. Das ist natürlich Käse. Die ist dann genau im Central Park drin. Jetzt ist die Frage, ob wir eine eigene Ausfahrt machen können. Das könnte man auch, aber bei meinem Gebastel gibt das was ganz Lustiges. Man könnte es ja mal testen. Wisst ihr was, wir machen es. Ja, wir bauen selber eine. Das bringt so definitiv nichts. Weil ich möchte ja nicht die Straße haben von der Autobahn, also die Autobahnausfahrt. Das ist einfach schade um den ganzen Park. Gut, Autobahn hatten wir. Die hatten wir eigentlich hier. Was hatten wir hier für eine? Eine relativ breite. Das müsste eigentlich die gewesen sein. So breit ist die zwar eh nicht. Ich schau mal testweise ein bisschen nach vorne ziehen. Ja, das ist ja sowas von die falsche. Die ist zu breit. Was haben wir denn sonst noch im Angebot? Ist das die gewesen? Oder, Moment, hier hinten haben wir noch, hier vorne haben wir noch. Das sieht nicht schlecht aus. Okay, ich habe es jetzt mal probeweise gebaut. Beziehungsweise falsch geklickt. War das die? Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, welche das war. Doch, das war die. Zack, hängen wir mal zusammen. Dann müsste das wieder okay sein. Du kommst nach hier vorne und dann haben wir die Autobahn wieder zusammen. Dann lassen wir uns wieder laufen. So, und jetzt, wie kommen wir hier raus? Aus der Richtung kommend, gerne da runter. Autobahnauffahrt. Die Autobahnauffahrt ist gleich auch noch die Autobahnausfahrt, das weiß ich. Wenn wir das jetzt so machen, ich möchte es aber natürlich auch nicht zu nah hier dran haben, sonst macht es nicht viel Sinn. Wisst ihr, was wir auch machen könnten? Wir könnten natürlich hier hinten die Kachel kaufen. Da haben wir eine Ausfahrt und dass wir dann einfach die Straßen hier reinführen. Das würde auch verhindern, dass sie da durchfahren. Dann müssen wir hier nicht selber was basteln. Das mag zwar lustig sein, aber ich befürchte, das wird nicht funktionieren. Und zwar ganz einfach deswegen, weil hier der Kanal ist. Das wird sehr schwierig, hier rüber zu kommen. Und sonst müssen wir den Kanal wieder wegnehmen. Nein, 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 nein. Das machen wir anders. Wir kaufen uns doch glatt, weil wir es können. Zack, noch eine Kachel. Oh, 7000. Wird teurer. Egal. So, jetzt wären wir hier. Und siehe da, da haben wir eine Ausfahrt. Jetzt müssen wir nur irgendwie dafür sorgen, dass die Leute, ja, relativ problemlos hier hinkommen. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich nochmal eine Brücke rüber machen. Wir hätten da eine Brücke, aber das ist dann ein Umweg. Da müssen sie wieder darum. Das heißt, hier müsste eine normale Brücke rüberführen, parallel zur Autobahn eigentlich. Und dann hier wahrscheinlich mit einer Brücke rüber oder unterirdisch, das ist dann egal. So dass man von beiden Richtungen her da reinkommt. Ich hoffe, das funktioniert. Nicht, dass die LKWs dann tatsächlich doch dran vorbeifahren und hier vorne rausgehen. Also eigentlich wäre es doof, aber... Also ich würde das als LKW-Fahrer nicht machen. Aber das sind natürlich keine richtigen LKW-Fahrer. Das ist KI. Ich weiß nicht, wie die programmiert ist. Das kann schon sein, dass denen dann die Überquerung des Flusses sozusagen zu weit ist. Zu lange dauert, wie auch immer. Und sie dann trotzdem da vorne runtergehen. Naja, aber dann haben wir immer noch die Alternative, dass wir tatsächlich gucken, ob wir hier irgendwie direkt was machen und mit dem Kanal irgendwie ein bisschen weiter runtergehen. Ich würde sagen, wir testen das ganz einfach mal. Also, dann fangen wir mal an mit Kollege Brücke. Wobei, schaut mal, jetzt haben wir tatsächlich wieder Nachfrage. Relativ ordentlich, dann würde ich das gerne noch machen. Dass wir hier hinten noch was hinstellen. Da haben wir aber tatsächlich ein Elektrizitätswerk, das, glaube ich, zumindest Lärm macht. Das wäre also auch eher etwas für Gewerbe, beziehungsweise ich habe, glaube ich, sogar gesagt, dass wir mit der Industrie dann irgendwann nach hier hinten gehen. Ja, gut, dann machen wir das doch hier am Kanal. So, hier noch ein paar schöne Wohnungen hinstellen. So, wunderbar. Hier gerne auch gleich mal noch auffüllen. Jetzt werde ich hier oben noch einen Park installieren. Also nicht hier, Moment. Was haben wir hier Schönes? Das sind die Schulen. Das passt, also wenn wir da noch was machen. Parks haben wir hier. Irgendwo hier, dass wir hier tatsächlich nochmal ein bisschen was fürs Auge haben und für die Lungen und so weiter. Ja, warum nicht hier unten? Zack, gebonkt. Das freut die Leute natürlich auch wieder enorm. Dann geht es schon ein bisschen runter. Wir werden jetzt hier aber tatsächlich auch nochmal ein bisschen weiter zuschlagen, damit wir das sozusagen ganz runterkriegen da. Okay, hätten wir. Haben wir hier auch Wasser? Wir haben Wasser. Gut, jetzt müsste es runtergehen. Die restliche Nachfrage können wir für den Moment mal beiseite lassen. Straße.
gerne was Breites. Ist er dann doch für die Industrie. Jetzt ist halt die Frage, wie breit. Ja, müsste schon irgendwie in der Richtung sein. Vierspurig. Four-Lane Road with Median. Wir schauen mal. M, es wird hell. Hurra! Wenn wir dich von hier rüberziehen, dann sieht das schon mal sehr cool aus. Ich würde glatt sagen, das bauen wir mal. 10.000, das haben wir. Wenn es irgendwie nicht funktioniert, reißen wir es wieder ab. Aber das passt doch, wenn man hier guckt. Jawohl, perfekt zu dieser Brücke. Das ist halt Manhattan. Jetzt hätte man eigentlich, ja, wenn es halt Manhattan ist, natürlich sagen können, hier hinten nochmal eine Brücke und so weiter. Aber wir brauchen die Brücke ja hier vorne, weil wir eben möglichst nah an die Ausfahrt rankommen wollen. Und hier gibt es sowieso noch Brücken. Sobald wir hier hinten bauen, müssen wir irgendwie von hier nach hier kommen. Also weitere Brücken sind eh schon geplant. Kommen wir denn jetzt hier auch irgendwie runter in die Straße rein? Das müsste eigentlich schon auch irgendwie zu schaffen sein. Guck mal. So nicht. Nach da vorne. Okay, muss ich anders machen. Erstmal die Kurve einstellen. Okay, also hier rüber käme. Das müssen wir halt in kleinen Schritten machen. Oh ne, guck mal, das geht sogar da rein. Zack, dann machen wir das. So, dann haben wir hier den Eingang zur Industrie. Cool, das klappt schon mal. Und hier vorne gehen wir irgendwie hier runter. Oder wir könnten sogar auf dieser Höhe bleiben. Das würde irgendwie noch cool aussehen. Dann kann man vielleicht darunter auch noch was machen. Hier parallel zur Autobahn. Und jetzt könnte man hier eigentlich so rüber. Aber irgendetwas sagt mir, warum nicht eher mit einer Unterführung. Wobei, wenn wir es doch gerade so haben, ist ja nicht doof, jetzt hier rumzugraben. Also, dann wäre das mal so. Geht dann hier zurück. Und wenn du jetzt so reingehst, was passiert dann? Dann kann man so aus der Karte raus. Das wäre, was wir wollen. Und wie machen wir das von der anderen Seite her? Das gucken wir. Das gäbe wahrscheinlich dann eher einen Tunnel. Also das ist mal gebonkt. Mal gucken, wer das alles nutzt. Wir werden es rausfinden. Und jetzt hier hinten haben wir so eine Kurve und dann unter die Erde, hier unten durch. Wir können natürlich auch nochmal auf eine Brücke, aber sind wir dann irgendwann bald zu viele Brücken. Wobei, es sieht halt schon cool aus, wenn man hier so guckt, das sieht man wenigstens. Im Gegensatz zu einer Unterführung, wir machen eine Brücke. Pitch up, das wäre dann so. Muss ich natürlich in kleinen Schritten bauen, ich werde jetzt hier nicht direkt drüber kommen. Aber dann machen wir das so, dass wir hier auf die Höhe kommen. Machen wir das doch mal gerade. Zack. Da machen wir eine Kurve. Irgendwie eine Kurve, die ein bisschen irgendwie nach was aussieht. Das wird noch schwierig. Die ist so komisch verzogen. Warum bist du denn verzogen? Nein, ich wollte dich nicht bauen. Ich wollte tatsächlich nochmal schnell gucken. Das Teil war's. So, müssen wir die Kurve vielleicht auch in kleinen Schritten bauen. Das wäre mal so. Wäre so gerade. Ja, plus minus ja. Und jetzt hier so wieder runter. Das wäre doch auch so weit gerade. Jawohl. Dann hier rüber. Auch gerade. Wir können ungerade Wohnungen oder Wohnflächen machen. Aber die Autobahn selber, die sollte eine gewisse Geradheit. Sagt man das so? Nee, eine Geradheit gibt es nicht. Aber ihr seht schon, das ist... Ein bisschen gebogen ist es halt. Aber dafür... Ja, ich weiß nicht. Wenn wir es ganz gerade machen, ihr seht es. Dann kommen wir hier so krumm rein. Das ist zwar auch egal. Warum soll man hier nicht krumm reinkommen? Wir machen das mal so rüber. Nee, es gefällt mir nicht. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Es ist mir zu wenig gerade. Ich reiße das nochmal schnell ab. Gucken, ob wir das nicht ein bisschen schöner hinkriegen. Ich muss das hier natürlich entsprechend bauen, damit wir eben gerade rüberkommen. Oder ich mache es mal so. Ja, jetzt ist es gerade. Okay. Machen wir. Gekauft. Und dann irgendwie hier rein. Zack. So, jetzt von der Logistik her müsste das doch funktionieren. Die LKWs kommen von hier, fahren hier rüber. Hier hin. Dann fahren sie hier rüber. Da fahren eh schon die ersten. Und dann kommen sie hier in die Industrie rein. Und umgekehrt kommen sie hier lang. Einmal hier außen rum. Müssten dann hier hin. Und dann geht's in die Richtung weiter. Oder sie wollen halt in die andere Richtung. Dann fahren sie hier runter. Und dann in die Richtung und gehen dann ja halt aufs Autobahnkreuz rüber. Ich denke mal, das hat schon seine Richtigkeit so. Ich hoffe es zumindest. Okay, da hinten wird geschrien, sie wollen Wasser, obwohl es regnet. Was habt ihr für ein Problemchen? Wasserverbrauch. Okay, der ist höher. Jetzt machen wir hier mal noch so ein Teil hin, dann so ein Vorratstank. Aber zuerst kommt eine Wasserpumpenstation. Wo haben wir denn die anderen? Ich glaube, die sind irgendwo... Ach, hier hinten. Nee, das ist das Abwasser. Das wäre nicht so clever gewesen. Aber hier hätten wir noch ein Plätzchen. Zack.
machen wir doch gleich mal zwei. Die sind ja, glaube ich, nicht allzu teuer. Da müssen wir nicht alle 5 Minuten gucken, dass wir wieder zu Wasser kommen. So, und wie teuer bist du? Du kostest halt auch gleich 25.000. 135.000. Wir lassen das mal. Jetzt haben wir genug Pumpen. Jetzt müssten wir hier eigentlich mit dem Wasser wieder soweit okay sein. Jawohl. Dicke sogar. Wie sieht es mit dem Abwasser aus? 4, 2, 4. Okay, das passt definitiv auch. So, dann hätten wir, ich würde mal sagen, das Problem mit der Industrie zumindest halbwegs mal gelöst. Das wird auch genutzt. Man sieht es, hier fahren doch ein paar Fahrzeuge lang. Hier auch LKWs und so weiter. Hier tatsächlich auch noch. ich dachte gerade, sei Gebrüder Weiß. Das sind die hier aus der Nachbarschaft. Die kenne ich ja auch. Oder kennt ihr vielleicht auch von Transportfieber her. Da haben wir den Laster ja auch. Das ist aber ein anderer. Ist aber egal. So, cool. Mir gefällt das Teil. Irgendwie, es ist eben selber gebaut. Und es hat doch etwas Gerades. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich bei uns. dass irgendwas wirklich mal gerade wird. Gut. Das hätten wir. Jetzt wollten wir ja hier hinten den Kanal weiterführen. Jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir denn hier dran vorbei? Da müssen wir wahrscheinlich nochmal abreißende Brücke machen, dass wir mit der Brücke über den Kanal gehen. Und ich würde jetzt den Kanal aber gerne ganz einfach, Moment, wo haben wir den Kanal? Da ist er, ganz flach machen. Und zwar aus der Überlegung heraus, dass wir dann vielleicht tatsächlich mit der U-Bahn trotzdem noch unten durchkommen. Nur das so machen. Ja, das geht da nicht. Okay, das heißt, ich muss noch mal kurz in Pausenmodus und hier schon mal abreißen. Dann gibt es hier ganz einfach eine Brücke. Das lassen wir mal. So, bist du, du bist der flache normale, du bist der flache breite Kanal. Wir haben hier auch einen breiten Kanal. Ich würde hier tatsächlich auch den breiten nehmen, aber halt eben flach. So, hier rüber ist das gerade. Plus minus ist es gerade. Zack, machen wir hier einmal flach. Ich bin mal gespannt, was das Wasser macht. Nicht, dass das übertritt. Naja, wir werden sehen. Und dann bräuchten wir wieder dieses Teil. Und hängen das hier rein. Geht das nicht in irgendeiner Form auch noch ein bisschen gerader? Zack. Jetzt geht es gar nicht mehr rein. Okay, hätte ich mal das Ding vorher anders gebaut. Ich muss das nochmal schnell kappen. Wir sind ja eh im Pausenmodus. Also das Wasser sollte hier noch keine Kapriolen vollführen. Okay, das wäre in Ordnung. Und hier, das wäre dann auch in Ordnung. Dann wird es halt hier doch frappant flach. Na, mal gucken. Wenn wir jetzt auf Play drücken. Das Wasser überlegt sich, was ist neu, was muss ich tun? Und, aha, Wasser hat sich entschieden. Es fließt, das ist schon mal nicht völlig falsch. Jetzt könnten wir hier ja, lass mich mal schnell schauen. Mir gefallen halt diese Teile nicht. Moment, wo haben wir denn die Teile? Dann kann ich auch sagen, wie sie heißen. Da, die hier. Diese Hochwassermauer, die könnte man natürlich hier hinstellen. Oh, ich habe die Autobahn noch nicht gebaut. Moment. Wie sieht das denn aus? Das sieht irgendwie doof aus. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich kann mir nicht helfen. Das Teil ist eigentlich besser. Das funktioniert aber nur an der Küste. Gibt es hier Hochwasser, ist ja meine Frage. Weil hier ist plötzlich nicht mehr ganz so tief. Eigentlich sollte es nicht. Das sollte sich eigentlich vernünftig verteilen. Ne, ich lasse nicht laufen. Ich muss die Autobahn erst nochmal hinpacken. So, also, das reißen wir ja auch noch ab. Okay, schnappen uns Kollege Autobahn. Die war hier. Welches Teil war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Das hier? Ja, müsste das gewesen sein. Okay, ein bisschen in die Höhe. Damit wir das wieder irgendwie halbwegs gerade hinkriegen. Page Up war hier unten. Zack. Hier rüber. Und wir sind zu wenig hoch, so wie es aussieht. Okay. Kappen wir das nochmal. Nochmal in die Höhe. Na, Page Up. Jetzt möchte er nicht mehr Page Up. Was habe ich jetzt wieder angestellt? Ach, er hat schon Page Up. Interessant. Ist aber nicht, was ich möchte. Nee, Moment. Jetzt. Jetzt klappt es wieder. Zack. Jetzt müssen wir doch eigentlich rüberkommen. Da geht es bloß, dass man mit Brücken auch nicht über den Kanal kommt. Nee, das kann nicht sein. Hier hinten haben wir auch Brücken. Aber wir haben zu wenig Höhe. Sehe ich das richtig, wenn ich hier mal drehe? Das müsste doch eigentlich funktionieren. Von der Höhe her müsste das doch klappen. Finde ich interessant. Okay, dann müssen wir hier nochmal ein bisschen zurück. Das Problem ist, uns geht dann hier irgendwann der Platz aus. Weil hier hinten natürlich die Ausfahrt ist. Okay, das können wir noch problemlos kappen. Höhe gewinnen.
Nochmal ein bisschen Höhe gewinnen. So, also viel mehr Höhe geht nicht. Aha. Irgendwie hat er, glaube ich, ein Problem damit, dass da eine Kurve ist. Kann das sein? Dass er die Kurve nicht machen möchte. Die hier unten. Wenn man hier so diesen roten Bereich anguckt. Ja, und natürlich sind die Stelzen wieder im Weg. Ach, okay, so geht's. Ich vergesse immer ein bisschen, dass ich natürlich darauf achten muss, wo die Pfeiler sind. Gefällt mir die Brücke eigentlich? Ja, sie ist vielleicht fast ein bisschen zu groß. Anders geht's nicht, sonst müsste ich... Ja, ich müsste halt nachher... Aber die Frage wurde gar nicht erklärt oder geklärt in den Kommentaren. Was mache ich denn jetzt? Jetzt möchte ich die Pfeiler weghaben. Ich möchte sie verschieben. Aber das Ding steht ja noch nicht. Ich kann ja mal testen. Zack. Wo haben wir das mit den Pfeilern? Tugel Snapping. Ich glaube, das war hier. Ja, jetzt wird es wieder kompliziert. Nein, ich versuche das mal nochmal. Aha. Und jetzt nehme ich Kollege Brücke, beziehungsweise Straße. Gehe hier rüber. Und jetzt würde ich gerne das Teil da verschieben. Geht nicht. Na, eben, es ist eine Wissenschaft für sich. Ich mache jetzt die Brücke so. Ganz einfach, weil sie auch cool aussieht. Zack. Wunderbar. Dann können wir hier unten nämlich auch noch ein bisschen was machen. Jetzt kommen wir aber je nachdem hier gar nicht mehr rein. Ja, das ist auch ein bisschen zu steil, das Ganze. Nehmen wir das halt auch nochmal weg. Das ist ja egal. Dann haben wir ein bisschen mehr Weg. Das passt. Und jetzt gerne das Ganze hier parallel. Jetzt werden wir bis hier hin. Okay, dann machen wir das von hier hinten. Das können wir ja da umdrehen. Das ist ja egal. Müssen wieder Höhe gewinnen. Page up. Und hier gucken, dass wir das irgendwie halbwegs gleichförmig haben. Nochmal Page up. Wäre dann hier. Die Frage ist, ist das gerade? Wenn es in der Höhe ist? Ja, ungefähr. Zack, okay. Dann rüber. Geht jetzt wieder nicht, weil wieder der Kollege Pfeiler im Weg ist und jetzt ist die ganze andere Brücke im Weg. Echt jetzt? Ja, geht nicht. Schade, schade, schade. Da ist tatsächlich unsere andere Brücke im Weg. Da müssen wir eine Kurve machen. Aber das sieht ja irgendwie komisch aus. Lass mich mal das nochmal abreißen. Irgendwie müsste das doch zu schaffen sein. Hier rüber. So geht's, wenn wir es länger ziehen. Okay, dann ziehen wir es länger. Das ist ja egal. Aber jetzt wäre es natürlich noch ganz cool, wenn der Pfeiler hier parallel wäre. Das geht nicht. Dann setzt er den Pfeiler zurück. Da muss ich weiter hinten anfangen. Wenn ich hier anfange... Ah, schau mal an. Moment, Moment. Na, da haben wir es doch. Die Frage ist halt, wie kommen wir da runter? Ach, du grüne Neune. Okay, wir müssen tatsächlich erst hier die Höhe haben. Dann soll es vielleicht gehen, weil ich kann das hier nicht erhöhen. Sonst ist hier die Auffahrt weg. Also nochmal üben. Page up. Das wäre dann bis, haben wir gesagt, ungefähr plus minus hierhin. Na, come on. Wollte es doch gerade. Jetzt. Halt. Zack. Jetzt hier rüber. Ah, okay. Plus, minus passt. Halbwegs parallel ist es auch. Nehmen wir. Muss ja nun wirklich auf einen Meter genau sein. Und da runter. Und sehr schön. So, jetzt hier ändern. Zack, zack, zack. Damit die auch wieder in die richtige Richtung fahren können. Und schon haben wir es gemacht. So, das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Also dafür, dass das der Kollege Heisenberg gebaut hat, ist das doch eine relativ vernünftige Brücke geworden. Ich weiß noch, wie die Brücken aussahen in der ersten Staffel. Von krumm nach schief und von oben nach unten und aber irgendwie einfach nicht gerade. So, jetzt kommt hier das Wasser. Und das soll es ja auch. Jetzt bin ich gespannt. Hier hinten gibt es natürlich nochmal ein Sträßchen, dann kommen hier auch noch Häuser hin. Aber ich muss nochmal sagen, früher oder später, sobald wir das Geld haben, werden wir das hier im Prinzip abreißen nochmal. Und dann gibt es hier die dicht besiedelten Häuser. Und hier noch ein paar Mods, damit wir wirklich auch ein bisschen Manhattan-Flair haben. Was wollte ich noch? Genau, ich wollte noch ganz schnell gucken. Wegen den Naturrohstoffen. Aha. Okay, nicht unbedingt sehr viel. Fruchtbares Land, also Agrarwirtschaft. Die Bauern. Dann haben wir sehr viel Wald. Und hier hinten haben wir tatsächlich noch Erz, aber Öl sehe ich gerade nirgends. Naja, vielleicht sonst irgendwo dann außerhalb bei einer anderen Kachel. Aber hier haben wir zumindest mal Wald. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir hier Industrie machen und die spezialisieren, damit wir hier auch tatsächlich mal ein bisschen zu Geld kommen. Gut, liebe Freunde, wir machen hier zu.
mal ein Päuschen und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder hier bei City Skylines. Und dann werden wir auch wissen, was Kollege Wasser hier hinten so anstellt in unserem doch nicht allzu tiefen Kanal. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss!